Neue Survival- und Spielmechaniken bereichern Deadside in 2024. Welche Änderungen für euch ab jetzt in Deadside wichtig sind, erfahrt ihr in diesem Video. Ich werde die wesentlichen Aspekte des Spiels kompakt zusammenfassen, damit du ohne Überforderung in das Abenteuer starten kannst. Bevor wir in das Geschehen hineingehen, verschaffen wir dem Spiel erstmal auf eurem PC einen signifikanten Performance Boost. In eurer Steam-Bibliothek macht ihr einen Rechtsklick auf Deadside, dann auf Allgemein und bei den Startoptionen tippt ihr in das freie Feld diesen Text ein. Danach könnt ihr das Fenster mit X schließen. Dann läuft das Spiel in DirectX 12 anstatt 11, was deutlich performanter ist. Dann gehen wir ins Spiel. Bevor ihr einem Server beitretet, nehmen wir erstmal ein paar Einstellungen vor. In den Videoeinstellungen könnt ihr euer FOV umstellen. Das bedeutet euer Field of View, also zu Deutsch das Sichtfeld. Ich empfehle euch, einen Wert um die 100 sowohl bei First als auch Third Person einzustellen. Sonst ist die Kamera zu nah an eurem Charakter dran, beziehungsweise in der Ego-Perspektive seht ihr zur Seite hinweg weniger. Das FOV erzeugt sozusagen einen Fischaugeneffekt, welcher euch in den Augenwinkeln eures Charakters über euren Monitor mehr erkennen lässt. So könnt ihr Gefahren in eurer Umgebung besser wahrnehmen. Probiert später, wenn ihr im Spiel seid, mit diesen Slidern ein bisschen herum, damit ihr einen für euch angenehmen Sichtradius einstellt. Bei UI-Skalierung könnt ihr sämtliche eure Anzeigen, wie zum Beispiel auch die Größe eures Inventarbildschirms, anpassen. Auf Monitoren mit höherer Auflösung, welche moderne Gaming-Monitore üblicherweise heutzutage haben, wird alles etwas klein dargestellt und schwer lesbar erscheinen. Also gerade wenn man Spiele wie zum Beispiel DayZ oder Scum gewöhnt ist, kann das unangenehm werden? Mit diesem Regler könnt ihr euch helfen. Außerdem hat Deadside einen Autorun, also automatisches Rennen. In der Tastaturbelegung nennt sich in der deutschsprachigen Version von Deadside diese Belegung Sie verlassen die sichere Zone. Das bedeutet aber wirklich einfach nur automatisch rennen. Diese Taste werdet ihr sicherlich umbelegen. Ich zum Beispiel habe sie auf der Taste N. Belegt außerdem bitte eine für euch passende Taste für den Voice Chat. Spiele wie Deadside solltet ihr immer ohne Ausnahme mit Mikrofon spielen. Sollte es doch mal nötig werden, mit anderen Spielern zu sprechen. Anschließend gehen wir in die Serverauswahl. Im Filter könnt ihr mit PvP und PvE auswählen, ob andere Spieler für euch eine Gefahr werden können oder ob ihr erstmal nur gegen die KI-gesteuerten Gegner antreten möchtet. Die offiziellen Server der Entwickler sind sehr performant. Bedenkt jedoch, dass ihr auf Community-Servern eher Hilfe bekommen könnt, wenn es Probleme mit beispielsweise Cheatern geben sollte. Solche Server haben oft einen Discord, in welchem ihr euch an einen Admin wenden könnt. Unterschieden wird außerdem zwischen First-Person- und Third-Person-Perspektive. In der dritten Personenansicht blickt ihr eurem Charakter über die Schultern, was aber auch bedeutet, dass eure Gegner das gleiche können und euch um Ecken herum beobachten können, ohne dass ihr diese in diesem Moment erkennt, da sie sich sicher hinter einer Deckung befinden. Bei der Serverauswahl solltet ihr am allermeisten auf den Ping achten. Der sollte so gering wie möglich sein, idealerweise grün. Die Zahl zeigt euch an, wie viele Millisekunden Daten zwischen eurem PC und dem Server sowie anderen Spielern auf dem Server ausgetauscht werden. Je weniger Millisekunden, desto besser die Verbindung. In den ersten Spielstunden in der Zeit habt ihr erstmal 5 Ziele vor euch. Ihr müsst Waffen finden, Kleidung mit mehr Inventarplätzen, Gegenstände zur Heilung eures Charakters, Essen und Trinken und Geld sowie bessere Ausrüstung. Und durch diese Punkte gehen wir jetzt Schritt für Schritt. Wenn ihr im Spiel seid, könnt ihr mit der Tab-Taste euer Inventar aufrufen. Dort seht ihr dann diese beiden Registrierkarten. Boden bedeutet, dass ihr die Gegenstände in eurer Umgebung in diesem Fenster seht bzw. aufheben könnt. Und direkt daneben befindet sich der Crafting-Tab zum Herstellen von Gegenständen. Jetzt geht ihr erstmal mit der Taste M in eure Übersichtskarte und sucht euch einfach das nächste Dorf, ausgehend von eurer Position. Auf der Karte könnt ihr dann mit Shift und Linksklick den Ort markieren, um aus eurer Sicht einen schwebenden 3D-Marker zu erhalten. Im Dorf sucht ihr dann bessere Kleidung und Waffen sowie Munition. In der Zeit müsst ihr keine Magazine finden oder auffüllen, es reicht einfach nur die Munition im Inventar zu haben. Dann könnt ihr jederzeit ein volles Magazin durchladen. Mit den gefundenen Waffen könnt ihr euch dann auch mit den Banditen anlegen, welche gelegentlich durch die Umgebung patrouillieren oder durch Dörfer streifen. Die Bots in Deadside sind vergleichbar mit den Scavs in Escape from Tarkov. Nehmt die Bots auf jeden Fall ernst, die können wirklich gut zielen. Bekämpft diese also aus der Deckung heraus oder im Ernstfall vor eure Flinte laufen, während ihr euch in einem Gebäude verschanzt. Bei den besiegten KI-Gegnern findet ihr dann noch mehr Kleidung, Waffen, Munition, vielleicht sogar einen Rucksack. Eure alte Kleidung sowie weitere gefundene zerreißt ihr zu Lappen, denn die sind die Grundlage für wichtige Gegenstände. Ihr benötigt Mittel zur effektiven Heilung eures Charakters sowie mehr Inventarplätze. Ihr könnt 4 Lappen mit einem Seil verbinden und so einen Rucksack bauen. Haltet also nach einem Seil Ausschau. Außerdem findet ihr immer wieder Alkohol in Form von Jod, Wodka oder Fusel in den Häusern. Wenn ihr die im Crafting-Menü unter Medizin mit den Lappen kombiniert, stellt ihr sterilisierte Lappen her.
Die stellen über Zeit hinweg bedeutsam mehr Lebenspunkte wieder her, als wenn ihr die normalen Lappen dafür verwendet. Inzwischen gibt es in der Zeit eine Vielzahl an Möglichkeiten, euch Nahrung zu beschaffen. Flaschen könnt ihr nun an Brunnen auffüllen, im Schilf könnt ihr Enten aufschrecken und mit einem gezielten Schuss erledigen. Ihr könnt angeln, dafür könnt ihr eine Angelrute selbst bauen oder finden und mit einer Schaufel grabt ihr dann Würmer aus. Es reicht aus, die Würmer einfach im Inventar zu haben. Sie werden dann beim Auswerfen der Angel am Gewässer automatisch verwendet. Beim Fischen müsst ihr darauf achten, dass ihr freie Inventarplätze habt, damit der Fisch auch dort landen kann, wenn ihr einen fangt. Auch laufen nun Rehe durch die Spielwelt. Darüber hinaus könnt ihr auch Enten und Fische in Camps oder in Höhlen finden. Wenn das Tier vor euch am Boden liegt, filetiert ihr es mit einem Messer in eurer Hand. Mit dem Messer holt ihr dann auch Stöcke an den Büschen. Wenn ihr ausreichend gesammelt habt, haltet ihr die Taste B, wählt dann Autonom und dann das Lagerfeuer unten links, um die Blaupause auf dem Boden zu platzieren. Zum Platzieren muss eine gerade Fläche vor euch sein. Dann stellt ihr die Feuerstelle fertig durch den Kontextbefehl, während ihr darauf blickt und ausreichend Stöcke im Inventar habt. Ihr braucht aber noch mehr Stöcke als Brennmaterial, welche ihr dann über den Inventarbildschirm hineinlegt. In das gleiche Feuerstelleninventar zieht ihr dann auch euer Fleisch, welches dann schrittweise durchgegrillt wird, sobald ihr auf den Entzünden-Button gedrückt habt. Und ansonsten könnt ihr auch weiterhin in Dörfern und bei erledigten Banditen gelegentlich Nahrung finden, sowie beim Trader zu horrenden Preisen kaufen. Aber ich empfehle euch, investiert das Geld lieber in bessere Ausrüstung, wie zum Beispiel auch Visiere vor allem. Nahrung findet ihr in Form von Tieren mehr als genug in der Umwelt. Die Indikatoren für Essen und Trinken möglichst voll zu halten, sorgt dafür, dass diese hellgrün erscheinen. Dann könnt ihr beobachten, wie sich auch eure Lebenspunkte schneller passiv wiederherstellen. Jetzt seid ihr bereit, bessere Ausrüstung zu erhalten. Der beste Weg für Anfänger in der Zeit sind dafür definitiv die Stufe 1 Missionen. Erkennbar an dem roten Symbol mit nur einem Pfeil darin auf eurer Karte. Über euer Crafting-Menü könnt ihr einen Schlafsack mit Hilfe von Lappen bauen. Den platziert ihr an einem sicheren Ort in der Nähe der Mission. Wenn ihr erledigt werden solltet, könnt ihr an diesem Schlafsack wieder spawnen und habt so nur einen sehr kurzen Laufweg zurück. Erledigt an diesem Ort die Banditen bzw. KI-Gegner, sind dann alle erledigt, erscheint eine Benachrichtigung mit Ton, dass die Mission erledigt ist und eine Kiste wird deutlich mit einem grünen Pfeil markiert, welche ihr nun looten könnt. Seid euch im Klaren darüber, dass andere Spieler das laute Feuern der Waffen hören können und auch unabhängig davon sich der gleichen Mission nähern könnten wie ihr gerade. Da diese bis zum Abschluss der Mission für alle Spieler, auch wenn ihr diese bereits begonnen habt, zu sehen bleibt. Airdrops zu looten ist für Beginner auch gut, die kommen einfach vom Himmel und werden von keinen KI-Gegnern bewacht. Höherstufige Missionen, ab Stufe 2 geht ihr dann besser erst mit besserer Ausrüstung oder als Gruppe an. Die grün markierten Zonen auf der Karte sind Safe Zones, in diesen befinden sich Händler bzw. Trader. Bei denen könnt ihr nicht nur Gegenstände kaufen und verkaufen, ihr habt dort auch ein Stash, auf welches nur ihr persönlich zugreifen könnt. Dort sind eure Gegenstände sicher. Dafür braucht ihr aber erstmal Geld. Sammelt in der Spielwelt Gegenstände wie Zigaretten oder Uhren, sowie Kleber, Autobatterien und so weiter. Mit viel Glück findet ihr sogar sehr wertvolle Dinge, wie beispielsweise eine Kreissäge. Die ist zum aktuellen Zeitpunkt stolze 5000 wert. Beobachtet beim Verkauf die Preise, um für euch festzustellen, was am meisten wert ist. Immerhin können sich die Preise, die ihr erhaltet, mit kommenden Updates ändern, also da auf noch mehr. Genaue Zahlen nun einzugehen, würde keinen Sinn machen. Vor allem solche Dinge wie Zigaretten lohnen sich in meinen Augen, da man diese stapeln kann. Zum Stapeln gibt es auch eine sehr praktische Funktion im Spiel. Und zwar klickt ihr beispielsweise auf Munition oder Zigaretten oder irgendein anderes Item, welches sich stapeln lässt, mit dem Rechtsklick und dann auf Alle stapeln. Und dann wird in eurem gesamten Inventar alles, was zusammenpasst, zusammengefügt zu vollen Stapeln. Es gibt auch bestimmte Komponenten, welche ihr nicht direkt verkaufen solltet. Hebt sie auf, beziehungsweise sammelt sie in eurem Stash beim Trader. Aus manchen Teilen könnt ihr nämlich beispielsweise einen Fernzünder herstellen. Der lässt sich aus nur einer Leiterplatte und einer Einheit Ersatzteile herstellen. Und wenn ihr den Fernzünder dann verkauft, erhaltet ihr deutlich mehr Geld, als wie wenn ihr die Teile einzeln verkauft hättet. Ansonsten verkauft Militärkleidung, Waffen, Munition. Beachtet dabei, dass Langwaffen nur in Rucksäcke passen, während Pistolen auch in eure Jacke oder Hosen-Slots passen. Wichtig ist auch, dass ihr eure Waffen in einem guten Zustand haltet. Wenn der Zustand der Waffen sich verschlechtert, bekommt ihr öfter Ladehemmungen, was im Kampf fatal werden kann. Anhand dieser farbigen Linien unterhalb der Waffen seht ihr den Zustand der Waffe und um diese zu reparieren, braucht ihr ein Reparaturset. Ein Reparaturset, das müsst ihr selber über das Crafting-Menü bauen. Dafür braucht ihr einen Waffenwerkzeugsatz.
Den Waffenwerkzeugsatz, den habe ich bereits hier gefunden in der Spielwelt. Ihr könnt aber auch bei den Tradern unter Werkzeug einfach so hier unten welche kaufen. Und an die Waffenteile für das Reparaturkit kommt ihr, indem ihr einfach die jeweilige Art von Waffe zerlegt. Beispielsweise hier mit der IZH-70 mache ich einen Rechtsklick darauf und dann zerlegen. Und dann bekommt ihr hier Pistolenbauteile sowie die Munition, welche in der Waffe geladen war. Und so funktioniert das im Prinzip mit allen anderen Waffen auch. Es können auch wirklich die Pistolenbauteile von jeder anderen Pistole für diese IZH-70 zur Reparatur verwendet werden. Also die Reparaturkoffer, welche wir jetzt bauen, gelten allgemein. Dann geht er hier bei Crafting, jetzt nachdem wir die Teile haben, einmal auf Craft und dann bauen wir den Reparaturkoffer. Und dann, wenn ihr diesen vom Boden aufgehoben habt, könnt ihr ihn von eurem Inventar einmal auf die Waffe ziehen und ihr seht, der Zustand hat sich erheblich verbessert. Und jetzt habt ihr deutlich weniger Ladehemmungen mit der Waffe. Und noch ein paar weitere Tipps zum Schluss. Überall in der Spielwelt könnt ihr unter anderem als Patrouille Soldaten-KI-Gegner antreffen. Die haben oft gute Ausrüstung, wie zum Beispiel auch größere Rucksäcke, bessere Bewaffnung, wie eine Mosin- oder AK-Stromgewehre, sowie selten sogar Schutzwesten, welche euch davor bewahren, mit nur einem Treffer in die Brust durch Großkaliberwaffen erledigt zu werden. Schaut bei den Waffen auch immer genauer hin, mit Glück hat die Waffe eines KI-Gegners sogar ein Visier montiert, welches ihr für eure Waffe verwenden könnt. Und die sind, wie erwähnt, ziemlich selten. Eine weitere gute Möglichkeit, an Visiere zu gelangen, sind höherstufige Missionen ab Stufe 2. Ich persönlich spare mein Geld auch immer gerne, um Visiere beim Trader kaufen zu können und für später schon mal einzulagern. Visiere geben euch vor allem auf Distanz einen signifikanten Vorteil gegenüber anderen Spielern oder damit ihr die Umgebung besser überwachen könnt. Außerdem gibt es Visiere gelegentlich bei Türmen, wie beispielsweise in Dörfern die Wassertürme, die Aussichtstürme in Militärarealen oder Leuchttürme. Da müsst ihr aber echt Glück haben, dass diese an ganz bestimmten Orten spawnen. Die genauen Spawn-Locations jetzt aufzuführen, würde den Rahmen des Videos sprengen. Ich verlinke euch in der Beschreibung ein sehr gutes Video zum Thema. Wenn ihr mit einem Freund zusammenspielt, könnt ihr diesen mit einem Gruppen-3D-Marker markieren, damit ihr ihn besser von Feinden unterscheiden könnt. Dafür müsst ihr euch aber erstmal in der Spielwelt antreffen, euch gegenüberstehen und dann die eingeblendete Taste drücken. Euer Freund bekommt dann den Befehl zum Beitreten mit Hilfe eines Tastendrucks angezeigt. Ansonsten empfehle ich euch, dass ihr auch die Toilettenhäuser in Dörfern durchsucht. Da kann ab und zu mal Munition, Westen mit mehr Trageplätzen, sogar Rucksäcke selten und noch mehr spawnen. In der Spielwelt lassen sich auch an versteckten Orten immer wieder Kisten mit üppigen und sehr nützlichen Loot finden. Beispielsweise hier auf einer LKW-Ladefläche oder auch mal im Dachboden von Scheunen oder Schuppen. Etwas genauer hinzuschauen lohnt sich also und erleichtert euer Überleben. Und ihr könnt in der Zeit Gegenstände auch durch Wände hindurch looten. Also wenn ihr einen Raum betretet, drückt einfach die Inventartaste, dann seht ihr, was sich in eurer Umgebung befindet. Vielen Dank, wenn ihr dieses Video mit einem Abo und einem Daumen nach oben belohnt. Und noch mehr Tipps für Beginner in Deadzeit erhaltet ihr in diesem Video. Danke fürs Reinschauen, ciao!